Ja, also SVT Neumünster, Handballturnier hier in Neumünster. Zum 55. Mal für Erwachsene und zum 54. Mal für Jugendmannschaften. Ganzes Wochenende, Samstag und Sonntag. Gestern waren die Erwachsenen dran mit knapp 25 Mannschaften in Summe und rund 70 Jugendmannschaften. Heute auch ungefähr 80, 85 Jugendmannschaften der jüngeren Jahrgänge. Ja, also wir haben ungefähr, also in Summe hatten wir 180 Teams, sind ungefähr 1500 Leute per Zuschauer auf Platz. Wir veranstalten das, also ich in Verantwortung zum 13. Mal jetzt in diesem Jahr. Und nächstes Jahr machen wir das gleiche nochmal. Ich bin Colin vom SVT Neumünster und ich pfeife hier mit meiner Schwester gemeinsam auf dem SVT-Turnier. Ja, die Stimmung ist eigentlich ziemlich gut. Ja, macht richtig Spaß. Wir sind Alina und Antje von SVT Neumünster. Wir spielen Handball in der Mädchenmannschaft und haben bis jetzt 2 Spiele verloren und 1 Spiel gewonnen. Hallo, ich bin Nikolas aus Berlin und wir spielen beide im Lichtenrader Sportverein. Und wir haben gestern in der C-Jugend mitgespielt und dort sind wir dann im Halbfinale leider ausgeschieden und haben dann um den 3. Platz gespielt, sind aber leider nur 4. geworden. Hallo, ich bin Emmy und ich komme von der Mannschaft MTV Lübeck und wir kommen aus Lübeck. Und für uns ist es bisher gelaufen, wir haben 3 Spiele gewonnen und 1 verloren, aber das ist nicht so schlimm. Ich bin Jonna, ich komme vom MTV und für uns ist es auch sehr gut gelaufen. Wir haben bisher jedes Spiel gewonnen und wir sind in der E-Jugend. Also ich bin Basti, ich spiele für den Lichtenrader SV, wir kommen aus Berlin und die Stimmung hier ist mega. Will jemand? Anton? Anton. Ja, ich bin der Anton, ich bin auch vom Lichtenrader SV in Berlin. Ja, sehr schön hier, haben gestern schon gespielt, leider nicht gewonnen, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Hi, ich bin der Leo, ich bin beim LSV. Ich bin jetzt in der D1, wir sind jetzt im Achtelfinale, ja. Die Stimmung ist super und hab Freude am Spielen. Hi, ich bin der Erik, ich komme auch vom Lichtenrader SV. Wir sind jetzt, wir haben die Gruppenphase gewonnen, also 2. Platz. Ich heiße Dilek Aktan und komme aus Bad Bramstedt und möchte zugucken, wie meine Enkelkinder Handball spielen. Aber das Turnier ist super, super aufgebaut, richtig schön. Hallo, wir sind die FC Vorwärts aus Kiel. Wir sind hoch motiviert, dieses Turnier zu gewinnen. Wir kommen aus Kiel. Und nochmal unser Schlachtruf. Wir sind die einmalige